ihr seht, bin ich in München. Warum? Nun ja, es ist Wiesnzeit. Und das weltweit größte Volksfest ist einfach ein Muss, auch für Check-in. Ich werde dieses Jahr auch einer von mindestens 5 Millionen Gästen sein, die sich das Oktoberfest in München nicht entgehen lassen wollen. Ich freue mich schon auf die Fahrgeschäfte, auf die großen Festzelte und natürlich auch auf das typische Oktoberfestbier. Das wird ein langer Tag, so viel ist sicher. Wer auf das Oktoberfest geht, braucht natürlich eine angemessene Kleidung. Trachtenmode ist zur Wiesnzeit wirklich sehr gefragt. Und was das Dirndl für die Frauen ist, das ist für den Mann die Lederhose. Eine Lederhose ist ja jetzt ein sehr spezielles Kleidungsstück, würde ich mal sagen. Ja. Wird die nur auf dem Oktoberfest getragen oder gibt es auch Leute, die das ab und zu mal so im Büro tragen? Also in unseren Regionen ist es so, dass die Hose natürlich kein Kleidungsstück ist, das als Kostüm getragen wird bei speziellen Events. Das machen Touristen gerne, die halt bei diesem ganzen Oktoberfest-Spektakel mit dabei sein wollen. Aber bei uns ist das eine Hose, die durchaus im Alltag auch getragen wird. Tada. Sehr schön. Sehe ich aus wie ein echter bayerischer Junge? Jawohl. Danke, Alex. So, jetzt kann ich mich auf den Weg machen. Auf zum Festgelände, zur Wiesn. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr hierher kommt, macht es wie ich, fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das geht schneller. Seit 2016 gibt es einen Zaun um das Oktoberfestgelände. Und man sieht es auch beim Einlass. Die Sicherheitsvorkehrungen sind gestiegen. Flaschen mitbringen ist natürlich nicht erlaubt. Taschen und Rucksäcke werden kontrolliert. Die Sicherheitskräfte sind nicht zu übersehen, machen aber einen recht entspannten Eindruck. Ganz schön was los hier so früh am Tag. Mal schauen, was die anderen hierher geführt hat. Woher kommst du? Südkorea. Ich bin aus Houston, Texas. Warum bist du hier? Um zu feiern. Seid ihr das erste Mal hier? Ja. Alle verkleidet. Alle verkleidet, so ziehen sich doch die Deutschen an. Ja, stimmt, ich auch. Hey! Was gefällt Ihnen genau am Oktoberfest? Ja, schau dich um, gerade mal um, die Atmosphäre. Weil das Oktoberfest einfach einzigartig ist auf der Welt. Wir genießen das Oktoberfest. Es ist unser erstes Mal. Okay. Was ist das Besondere am Oktoberfest? Bier, Bratwurst, die Besucher, also das Ganze drumherum. Ein Besuch auf dem Oktoberfest gehört zu den Dingen, die man unbedingt gemacht haben muss. The bucket list. Okay, beleza. Então. Wenn man es auf das Wesentliche reduzieren will, dann geht es darum, Spaß zu haben. Damit meine ich nicht nur das Bier trinken. Das Oktoberfest ist ein Jahrmarkt, zu dem auch Fahrgeschäfte und Schausteller gehören. Hier könnt ihr zum Beispiel Dosen werfen. Oder das hier probieren. Es heißt Hau den Lukas. Eine Herausforderung, der ich mich nicht entziehen kann. Was muss ich denn machen, dass ich nicht wie ein Trottel aussehe? Tja, das liegt an einem selber. Man muss sich vernünftig hinstellen. Schon mal einen Hammer in der Hand gehabt? Ja, so einen kleinen. Ja, das ist, ja, vom Prinzip ist es dasselbe. Einfach den Hammer nehmen, die hintere Hand rutschen lassen und schön flach hauen. Ja. Mittig flach treffen ist das Wichtigste. Okay, ja, alles klar. Und der Rest ist eigentlich, das geht schon. Ja, ich mach jetzt mal. Hört sich leichter an, als es ist. Thank you.
Ebenfalls ein Klassiker unter den Fahrgeschäften ist der Autoscooter. Mit den kleinen, wendigen Elektrofahrzeugen, die gar nicht so einfach zu lenken sind, könnt ihr eine Menge Spaß haben. Mit oder ohne Karambolagen. Der Autoscooter hat sich allen Trends zum schneller, höher und weiter erfolgreich widersetzt. Das Fahrgeschäft der Familie Distel ist schon seit Jahrzehnten eine feste Größe auf dem Oktoberfest. Herr Distel, erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Oktoberfest? Sie sind ja schon ein bisschen länger hier aktiv. Oh ja, mein erstes Oktoberfest, da war ich Kind. Da haben wir das Oktoberfest noch richtig genossen. Aber damals war es auch noch ruhiger, da war es nicht ganz so hektisch und wild, wie es jetzt ist. Das gibt es ja schon seit über 100 Jahren, glaube ich, ne? Ja. Oder rund 100 Jahren auf jeden Fall. Warum ist denn das heute dann noch attraktiv, wenn es schon so alt ist? Ja, das sind so ein paar Besonderheiten, die der Autoscooter hat. Erstens, man kann die Fahrt selber gestalten. Man kann sie wild gestalten, man kann aber auch schön brav fahren, je nachdem, wie man gerade möchte. Der zweite große Faktor, den wir Vorteil haben, wir für einen Chip können zwei Personen fahren. Das heißt, ich kann jederzeit jemanden einladen und mitnehmen, der mit mir fährt. Und dann kommt natürlich auch noch dazu das Sehen und Gesehen werden, das Anbandeln und was alles so dazugehört. Das ist einfach beim Autoscooter der Klassiker, das muss sein. Und gibt es da sowas wie Regeln oder kann da jeder machen, was er will, von alt bis jung? Ja, eigentlich gibt es keine Regeln. Also man kann auch mit Alkohol fahren bei uns, das ist ja auch erlaubt. Aber also wir achten natürlich schon darauf, dass nichts passiert. Also wir haben nachmittags auch viele Kinder oder Eltern mit Kindern, die fahren. Da achten wir schon drauf, dass denen nichts passiert. Man muss dann schon ab und zu mal eingreifen. Aber am Abend eher, da geht es eher zur Sache da drin, ja. Okay, alles klar. Dann vielen Dank, Edis. Alles klar, für dich. Danke. Mittlerweile ist es Abend geworden auf dem Oktoberfest. Um mir das riesige Festgelände auf der Theresienwiese mal von oben anzuschauen, fahre ich mit dem Riesenrad. Das Riesenrad ist hier schon seit 1979. Es bringt euch auf fast 50 Meter Höhe und ist so etwas wie das Wahrzeichen des Oktoberfests. Höhepunkt eines Tages auf der Wiesn ist natürlich der Besuch eines der zahlreichen Festzelte. Die 14 Großen können insgesamt bis zu 100.000 Gäste bewirten. Ich habe es ins Hackerzelt geschafft. Das ist eines der größten auf dem Oktoberfest. Tagsüber findet ihr eigentlich immer einen Platz, aber am Abend ist das eine richtige Herausforderung, besonders natürlich an den Wochenenden. Wenn ihr das erste Mal herkommt, denkt dran, das Bier auf dem Oktoberfest ist stärker als das normale Bier. Aber sonst ist es eigentlich ganz einfach, sich zu amüsieren. Die Lust, gemeinsam zu feiern, ist einfach ansteckend. Was nehme ich mit von der Wiesn? Ganz viele Eindrücke. Das ist wirklich Ausnahmezustand. Ein bayerisches Original. Ja, ich hab's geschafft. Ein ganzer Tag auf dem Oktoberfest. Für mich bedeutet das ein Liter Bier, mehrere Kilometer laufen und die Stimme ein bisschen heiser. Es ist schon erstaunlich, was für eine Anziehungskraft so ein Volksfest haben kann. Ich kann jetzt auf jeden Fall verstehen, warum so viele Besucher sich auf das Oktoberfest freuen. Jedes Jahr wieder.